du schon so weit weg? Ja, direkt vor der Dings. Direkt vor der Stadt. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Na, ich wollte angreifen, irgendwie. Quecksilber in die Schüssel auf den Tisch. Oh. Oh, okay. Eigentlich mit der Hasenpuppe interagieren. Und wie geht es meiner Schwester? Wealtha stellte Lilith über eure Freundschaft. Elias überzeugte sie, sich ihm anzuschließen. Das kann nicht sein. Sie hätte es besser gewusst und Elias nicht vertraut. Nicht Elias hat sie verführt, sondern Lilith. Sie fand ihre Ideale überzeugend. Sie war voll pro Lilith. Sie leitete mich an, als ich in den Dienst eintrat. Das ist... Cool Story. Oh, was hat denn? Glutstab. Kann ich nicht benutzen. Aber deshalb müssen wir weitermachen und den Stein reparieren, damit niemand mehr auf ihre Lügen hereinfällt. Zuerst das Quecksilber. Gebt etwas davon in den Topf. Könnt ihr auch mal irgendwas selber machen? An so einem Draht, an so einem Rad drehen? Das dreimal. Aber weiter. Den Schwefel. Den Schwefel. Jetzt das Quecksilber. Jetzt drehen. Drehen, drücken, ziehen. Ach schon. Ja, Topfpflanze. Der geht da auch noch hin. Danke. Hallo. Nein, es funktioniert. Halt's Maul an. Was? Okay, ich bin ja schon ruhig. Ich bin emotional. Wer hat der denn jetzt so geschrien? Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Was können wir tun? Ich habe irgendwie nur gehört, wie das geskriptet wurde, oder? Er traut sich selbst nicht. Jetzt wollt ihr noch was normal reden und dann... Wir können nicht all seine Zweifel. Doch was ihm aktuell Kummer bereitet, sein Sohn, da gibt es einen Weg. Er wird ihm aber nicht gefallen. Wozu wollt ihr ihm helfen? Ihr könntet uns einfach unseren Schicksal überlassen. Ja, sollen wir den wiederbeleben? Jeder braucht eine Erinnerung daran. Dann und wann, dass man Gefahren besiegen kann. Man muss es nur versuchen. Horadrim, kommt her. Was? Wieso? Ich möchte euch etwas zeigen. Eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Hey. Ich glaube, das würde euch gut tun. Okay. So eine Quest war, damit er sich wieder finden kann. Jetzt sehen wir bestimmt so eine Vision von seinem Sohn und dann schießt die und sagt, lass das Auto in Ruhe. Oh mein Gott, euer Sohn ist tot. Mann. Kommt drüber hinweg. Und sie war einfach nur, wie der Sohn irgendwie als Geist so ein Fortnite-Dance macht. Ich wollte dann alle irgendwie dasselbe sagen. Das war nicht Fortnite, aber ich wollte irgendwie sagen, dass er einen Tanz, der irgendeinen Scheiß tanzt. It's not on you, she walked on me. Okay. Ja, Leute. War zu dem Lied von Ein Schuh des Manitou. Wo die Uschi am Singen ist. Hm. Was wollen wir an diesem Ort?
gemacht. Hello you, I do be do I ask you. Lass mich zurückgehen. Irgendwie höre ich den nicht, obwohl die mit uns redet. Okay. Spürt ihr das? Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Der Käfig der Trauer. Was tun wir hier? Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen, sei es Furcht oder Trauer. Wer ist... Nein, nein, ich habe genug davon. Und was werdet ihr stattdessen tun? Hm? Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Ich... Ja, vertraut dem Sumpf. Wo ist euer Abenteuersinn, ha? Guckt, die Frau ist auch so ein Sumpfhuhn. Geht hinaus. Ja, ich bin alt und fett und schwarz. Da. Einen Ring, eine Halskette. Ich opfer dich, was hältst du davon? Und teuer ist. Du bist mir lieb und teuer. Freund hier zwei Dinge auftreiben. Maden, ich mache überhaupt nichts. Und gelben Lotus. Also Madenkacke, hervorragend. Das ist töricht. Na, aber sicher machen wir das. Ja, schön, ich mache Nein. Das. Wir müssen mal aufhören, nur ständig Ja zu sowas zu sagen. Es kommt Waldkacke, dann Steine, dann Waldkacke und dann kommst du. Ich bin noch nicht bereit. Ja, fasse er mich nicht ab. Oh nein, es hat zwei Köpfe. Halt. Oh nein. Der stinkt bestialisch. Das Ende. Warte, ich hab mal ein Schwert gefunden, das hieß das Ende. Ich habe eine Sense, die heißt das Ende, steht hier, liegt hier gerade. Mir liegt da eine Sense, die das Ende heißt. Oh, ist auch eine Sense. Ich habe beide die gleiche Waffe bekommen. Ja. Yeah. Der eine kriegt den Anfang. Ich bin noch nicht. Ach nö, ach nö. Ach nö, nö. Ich bin noch nicht bereit. Oh, wenn mein Zeug. Sehr viele Keine Ahnung, von den Maden nehme ich mal an. Da welche. Da unten ist ein Spalt, ich nehme an, da müssen wir hin. Okay. Da steht auch, sammle Sekret der Madenkönigin. Warum sind denn schon wieder die Könige sein? Können wir nicht einfach irgendjemand? Das ist Royalsekret, Daniel, verstehst du das nicht? Das ist Geburtstag. Ich habe so ein bisschen Sumpfmagie.
Können wir nicht einfach so ein bisschen an so, so Schlamm schnüffeln lassen oder so? Was schnüffeln? An Schlamm oder was weiß ich. Ja, das geht doch auch, oder? Mit der Vision von Shrek. Das ist im Grunde sein nackt. Du hast doch Shrek noch nie gesehen, was redest du da? Er lebt doch im Sumpf, oder? Und der mag Knoblauch, oder? Ja, Zwiebeln, aber okay. Der mag die nicht, Shrek ist im Prinzip die Anti-Disney-Filmreihe. Oder generell Anti-Märchen-Filmreihe. Naja. Weil das auch eine Fantasiegeschichte erzählt, aber in einer total nicht märchenhaften Art und Weise, ey. Naja. Dass irgendwelche Balladen oder sowas als Lieder irgendwie Popkultur-Songs wie Somebody von Smash Mouth, Hey Now, You're a Rockstar. Ja, ja. Aber die kommen vom Shrek. Weil die kamen in Shrek vor. Ja. Ja, die kamen. Das ist eine ganz bekannte Szene im ersten Film. Der kommt vom Klo. Der kommt vom Klo im am Opening des Films. Der kommt aus dem Klo. Ich dachte, da wäre nur eine Meme. Hörst du mit dem Öffnen der Tür? Hä? Ich dachte, da wäre nur eine Meme. Ich bin noch nicht bereit. Nein, das ist wirklich so. Ja? Mit dem Öffnen der Tür hörst du dann Anfang des Songs Somebody. Ja, ja, die Szene kenne ich. Ich dachte, ja, wäre eine Meme irgendwie. Das ist kein Meme. Das ist echt im Film. Nee, das ist echt im Film passiert. Ich habe Daniel die Augen geöffnet zur Realität. Oh. Jetzt bist du endlich aus der Matrix raus. Mussten wir nicht irgendwas von der Königin da einsammeln? Ja, das Sekret der Matkönigin habe ich. Den gelben Lotus habe ich irgendwie nicht. Der wird auch nicht angezeigt irgendwo. Damit wenn du den hast, dann habe ich den sicherlich auch. Hast du den? Ich habe nur eins von den beiden Sachen. Ich hab beide. So, ich hab. Jetzt können wir müssen den scheiß Lotus finden. Ja, bei mir wird auf der Karte nicht angezeigt. Ja, den musst du auch finden, du Klon. Das ist eine Pflanze, die ist gelb, die kann sich nicht. Ist sie draußen? Nein. Nein, die muss ja hier drin sein. Ich finde sie, keine Angst. Ich brauche mehr Zeit. Oh, meine Schuhe sind voll ruiniert in diesem blöden Schlamm. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Hast du ihn? Das Ende. Ja, da wo wir gerade gekämpft haben, war ich schon. Ich brauche mehr Zeit. Hast du den schon? Ich hab den Lotus nicht. Naja, nicht, dass du ihn hast und ich hab hier von der Mahnkönigin das Zeug. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Das glaubst du doch selber nicht. Ich weiß auch nicht, wie das hier manchmal wird. Auch hier oben ist noch ein Weg, sehe ich gerade. Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass er hier oben noch weitergeht. Ich war gerade auf dem Weg dahin.
Und sie alle dahin geschubst, so ist sie direkt da reingezogen. Knack. Aus dem Weg. Ja. Ist irgendwie nichts gelb. Ich glaube, hier ist es. Von dann. So. Auf dem Weg. Jetzt haben wir den Stoff. Das können wir daraus irgendwann bohren. Dann sieht er Dinge. Wieder belebt. Ja, eine Vision von dem Jungen. Ja. War gut, dass die schon angefangen hat zu reden, bevor wir überhaupt hier waren. Ich halte es nur für eine Verschwendung. Jetzt die gar nichts. Und meine. Okay. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Mach doch selber. Kann ich mal nicht irgendwas selber machen? Wie schwer kann das schon sein? Ja, dann muss die von ihrem Feuer. Oh. Ich habe zwei angezündet und du nur eine. Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Ich würde das Gebäude nicht trinken und die Scheiße und den gelben Lotus. Oh Gott. Oh, geil. Wir sind jetzt wie bei den wilden 70er, Daniel, wenn die im Keller sich bekiffen. Kennst du das? Ja, ja. Sagt ihr das was, Daniel? Ja, ja, das ist eine Sitcom. Ne? Das ist... Ja. Ja. Da haben wir auch eine Fortsetzung von gemacht, 2022. Warte, die wählen 2020er. Ja, so ungefähr. Oh nein, sie kommen! Nein, Mann, Vater. Ich will noch nicht. Haben was wir auch was davon getrunken? Warum liegen wir denn aus? Ey, weh, du trittst mir auf die Füße, Fetti. Vater. Jochen. Mein John. Wie ist das möglich? Verstanden von den Toten. John, bitte komm zu mir zurück. Komm zurück. Die schläft einfach nur. Ich hätte mich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht. Ich... Deine Augen. Du warst bereit. Du musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt! Bitte! Bitte! Vergesse niemals, wer du noch bist. Ist. Ich bin bereit. Wenn er jetzt noch depressiver ist, dann hat es echt nicht gebracht, ey. Ich guck gleich, der Daniel haut ihm einer aufs Maul. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Jetzt wachen wir so auf und wir sehen einfach nur, wie wir da im Kreis sitzen.
Guck mal, er hat Gefühle, lacht dieses Sprecher. Ein Portal. Oh. Du warst bei mir am Reden. Und ausgerechnet jetzt. Was? Ja, ich rede. Ja. Hört sich voll an wie König der Löwen, ja. Hatte ich euch nicht gewarnt. Er lebt in der Simba. Seht euch an. So von ihren Gefühlen verzehrt, dass sie vergessen, was wirklich zählt. War er nicht auf unserer Seite, der Typ? Ja. Lilith. Wer weiß, er ist ein Dämon. Nicht. Elias. Ich weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Mein Schicksal ist an das eure gebunden. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario verloren. Noch habt ihr eine Chance aufzuhalten. Was, wenn ich euch ein Portal aus diesem Sumpf öffne? Überlasst Elias den Horatius. Diese Sünde müssen sie selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith gemeinsam aufhalten. Wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde. Bringt mich zu ihnen zurück. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und dann seht ihr, wer eure wahren Freunde sind. Nun nehmt das Portal zurück zu euren Verbündeten. Immer wenn wir irgendwas trinken, landen wir in einer anderen Dinge. Naja. Ach. Wollen wir nicht mal wie einen schönen Wein oder so? Boah. Oh, ist das der Diablo da hinten? Sieht man jetzt hier nicht so von der Perspektive. Ja. Ich glaub, das ist der Diablo. Das ist der Diabolo. Ja, das ist der gefährlichste Dodgeball-Spieler aller Zeiten. El Diablo. Ich habe die Folge letztens gesehen. Ja. Auf YouTube. Ich weiß noch nicht. Er ist stundenlang herumspaziert, bis der Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Sumpf lohnt sich mehr als eine kurze. Eure noch länger, wie es scheint. Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt, wie der Horadrim? Ja. Ich hab keinen. Hoffentlich zum letzten Mal. Eine Sekunde. Ja. Okay. So, wie geht's der Don an? Fangen wir an. Gebt das Quecksilber. Geiles Gespräch. Ja. Dreht zweimal aber an. Nicht mehr und nicht weniger. Raste aus! Einmal. Jetzt du. Nein, dann dreh ich nochmal. Nein! Vorsichtig. Den Schwefel zermalm. Okay. Mein Riesen. Jetzt habe ich. Wir machen Alchemie. Oh Gott, was ist los? Atme dann ein.
Charge. Bei der Macht von Grayskull. Schwefel. Vorsicht. Trinkt der macht jetzt seinen Iron Man Anzug. Artistico! Ist es getan? War es doch so einfach? Ihr habt keine Vorstellung von dem wahren Preis. Keine Ahnung, was es erfordert. Welche Überwindungen, um solche Magie zu wirken. Vielleicht nicht. Doch. Genug. Es ist getan. Zögern wir nicht. Ja. Wir haben unsere Aufgabe in der Bastion der Zakarun. Bringen wir es zu Ende. Okay. Alles klar. So, der Typ. Jetzt haben wir schon mal den Stein. Jetzt nehmen wir den und rammen den einfach Lilith in den Hintern, ne? Und dann wird sie gefangen. Ja, das funktioniert bestimmt. So läuft das ab, oder? So. Ja. Jetzt müssen wir die anderen, unsere anderen Flitzpiepen hier finden. Okay. Schaut mal auch noch heute hier, was auch immer da kommt. Aus der Weg! Nicht berühren. So, gehen wir überhaupt hier richtig? Keine Ahnung. Weitergehen. Oh, ich habe ein explosives Pferd. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Zu viele Bohnen gegessen. Halt. Schon wieder nichts. Soll ich sein? Gegner hier. Warum kann man nicht dahin? Okay, irgendwie kann man da nicht hin. Guck mal, was die anderen beiden gemacht haben, während wir hier Sumpfwasser geschnüffelt haben. Tyrael, dass die Horadrim eine Lösung sein könnten. Wir waren keine Lösung. Wir sind... Die Welt braucht Beschützer.
Hey, was geht? Das Räucherwerk sollte uns einen Weg zum Baum weisen. Wie dieser aussieht, kann ich nicht sagen. Wie ein Baum. Die Zeit für Fragen, Nerell. Ja. Ist vorbei. Okay. Haben wir schon fast die ganze. Nee, und die untere linke Reihe haben wir noch nicht erkundet. Ja, doch, wir haben fast die ganze Karte erkundet. Verdammt! Nein. Sie müssen uns gerochen haben. Nein! Ich habe einen Schild. Na, ich mache den ganzen 666 Schaden. Klein. Was jetzt? Wir warten darauf, dass der Weg erscheint. Und jetzt. Ich soll rauchen. Jetzt chillen wir. Wir haben uns ein bisschen gut um. Alles für die Pisser dann machen. Wir machen die Arbeit und die chillen und schlafen bei den Schweinen. Ja. Wir sind schon wieder auf Droge. Erst trinken wir irgendwie so was komisches. Jetzt rauchen wir irgendwas. Jetzt Lilith oder Elias. Oh Gott, der hat schon wieder eine Version, oder? Was ist das? Da ist schon wieder diese Musik. Was ist das denn? Schlange. Wie liege ich denn da? Oh, ist schon nix. Weiter schlafen gehen. Was ist denn für eine Scheiße? Das ist eine Schlange. Hast du noch eine Schlange gesehen? Ich hab gar nicht erkannt, was das ist hier. Kommt schon. Wacht auf. Ich glaube, eins deiner Kabel steckt irgendwie nicht richtig. Ich glaube, es von einem hat Headset. Er sieht sehr robotisch irgendwie an. Okay. Da kann ich auch nichts für. Na, jetzt wieder in Ordnung. Ich weiß nichts, aber ich sehe etwas. Was seht ihr denn alle für eine Scheiße? Ich habe geschlafen wie ein Stein. Das Zeug war ganz schön stark. Also noch mehr davon. Ja, ist ja doch. Aus dem Weg! Ihr könnt sie auch sehen? Dieses Geschöpf. Es ist prächtig. Ich sehe mich selbst in seinen Schuppen. Ich sag doch, auf Drogen sind die. Gehe darauf wie auf einem Weg durch den Sumpf. Dieses Ding ist wie ein Aal, nur auf dem Land. Wovon sprecht ihr da? Seht ihr sie denn nicht? Nein. Nur eine Rauchwolke. Oh. Ein Charakter steht so zwischen den Beinen. Der sich die ganze Zeit so, hä? 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 Wir sind doch beide verrückt. Oh mein Gott. Da haben die aus Harry Potter geklaut. Puzzlemund. Oh nein. Ja, in Harry Potter 2, da lernt er mit Schlangen zu sprechen, die reden auch in so einem. Okay. Oh, das war ein Eichhörnchen. Oh nö. Oh, ich sehe die Karte nicht. Oh, ich sehe die Karte nicht. Ich fühle mich voll hilflos. Ich kann die Schlange sehen. Was zeigen euch die Schuppen? Ein Reh. Hätte Daniel aus den Augen verloren. Wo ist er? Nein. Vorsicht! Geh nach oben. Aua. Diese Schlange.
Eine große und eine kleine. Und eine mittelgroße. Was redet ihr da für eine Scheiße? Macht euch durch die Schlange durch, alles klar. Wir müssen dem Weg folgen. Wir müssen der Schlange folgen. Nein, wir müssen durch die Schlange durch, hörst du nicht? Ich werde uns zum Schotter für eine Schlange. Ich muss warten. Durch uns diese Traumschlange oder hat sie uns in die Falle gelockt? Da kannst du ja nicht mal werden. Nein, da war er eingefroren. Ich muss warten. Da war er eingefroren. Stelle Truhe. Oh, ladierter Saphir. Und Streitkolben, legendärisch. Schicksal. Alles schwächer. Alles schwächer, ich will das nicht. Ich will das nicht. Stimmt was nicht. Sumpf beobachtet uns. Ja, die ist voll auf Droge. Flüstert uns zu. Überall. Das ist das Räucherwerk. Es spielt unseren Köpfen einen Streich. Nur eine Illusion. Oh. Was für ein Genjutze sind wir eingefangen? Hört uns. So gut meins. Wie ihr Wanderer. Der alte Mann steckt voller Geheimnisse, wie unser Dieb Elias. Zwei vom gleichen Schlag. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Okay. Folgt mit eurem Verbündeten der Schlange. Ist das grammatisch richtig? Folgt mit euren Verbündeten der Schlange, oder was stimmt daran nicht? Ist das nicht die Schlange? Das kannst du, ja, aber in dem Sinne kann. Weil das macht zum Beispiel gerne Folgt mit euren. Mit euren Verbündeten die Schlange. Das kann man gar nicht auch nicht richtig. Wir müssen der Schlange folgen. Ja, okay. Ich muss warten. Nein, du sagst ja nicht, wir müssen die Schlange folgen. Eine kleine Stimme, die ruft nach mir, ruft nach mir. Ah, Paragon, Punkt. Wieso bist du denn schon wieder aufgestiegen? Was ist also entfernt? Stärke. Wo? So. Du bist doch gar nicht aufgestiegen, weil das denn jetzt schon wieder einen Paragon, Punkt gekriegt. Ja, wir kriegen doch alle. So, alle paar, weiß nicht, so 25%. Ah, ja, genau. Ja, habe ich wieder vergessen.
und ich habe mir ein bisschen mehr Stärke geholt jetzt. Jetzt müsste ich 1% mehr Schaden. Schon gerade irgendwie so irgendwas mit Schlangen gehabt. Mit ja. Crash. Das ist jetzt halt wieder Thema. Schlangen sind jetzt gerade voll Korall. Wo sind die da? Weg. Hm? Da war so ein komisches Symbol auf dem Boden. Jetzt ist es weg. Irgendwie weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen der Schlange folgen. War der nicht richtig, aber so ein Heilding. Ja, brauche ich nicht. Schon wieder mein Albtraum hier. Ich sehe die Karte nicht. Das ist mein persönlicher Albtraum hier gerade. Oh nein. Ich brauche mehr Zeit. Man kann ja auch. Oh nein, die Schlange ist verwundet. Jetzt die blutet. Hier sind wir. War da unten richtig? Da sind wir gekommen. Lange leidet. Ja, war hier runter. Nee. Da war ich schon. Zeit, um das zu tun. Wir haben uns verehrt. Ich hab's gefunden. Ich bin genial. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss hier hochklettern. Also sind wir nicht von hier gekommen? Mit der Leiter? Ja, du hast von recht. Gehen wir wieder zurück. Hört doch die Leiter gerade da unten. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir haben keine Karte, ich bin jetzt nutzlos. Das ist doch nichts Neues. Ohne Karte fühle ich mich nackt. Ich meine nicht das Gute nackt. Ist doch ein gutes Nackt, der. Boah. Ich hab's gefunden. Hier, hier war ich vorhin schon. Ich hab doch gerade gesagt, hier, die ist verwundet an der Stelle. Mussten wir hier zusammen hin oder was? Nein, nicht. Ich will sie anstupsen. Seht euch das an! Seht euch das! Skrupellos, respektlos. Wie viele skrupellose Horadrim hängen von unseren Elfen? Nicht genug. Sagat, Elfen? Das ist der Weg. Boah. Helft mir, dieses tote Holz wegzuräumen. Ich stand davor, nichts passiert. Sobald ich weglaufe, fangen die anderen Leute zu reden.
Ich bin weggelaufen. Ja, die Tante geht in die Richtung. Wieder unseren Pfad. Haltet die Augen offen. Wenn wir nur darüber klettern könnten. Vergesst die Schlange. Tötet diese Dinger, bevor sie uns töten. Alle Gegner, na toll. Ja. Kämpft bloß nicht mit, Leute. Durmbass, Level 29. Die meiste Zeit kriegst du ja gar nichts. Das sind ja auch nur Geister. Da müsste der Letzte sein. Ich werde ihn töten. Ein alter Trunkenbold will entscheiden. Was real ist. Ein Boss, Daniel, ein Boss! Wir sind real. Genau wie das Gesetz des Sumpfes. Cool Story, Bro. Um Antworten zu erhalten, nach denen ihr sucht, müsst ihr bezahlen. Ein Kopf gegen Wissen. Deine Opfer. Jetzt habe ich einen Paragon-Punkt. Zunächst dienen sie einem anderen Zweck. Nein, das ist Intelligenz. Was soll ich denn damit? Ich könnte hier den ganzen Weg so rumlaufen. Oh mein Gott. Ist doch voll der Umweg. Und dann kriege ich halt nur gute Sachen. Okay. Können wir mit der reden? Wir haben es geschafft. Ich weiß, dass ihr diesmal die Stimmen gehört habt. Wer waren sie? Ich weiß nicht. Wir dürfen hier nichts und niemandem trauen, aber wir müssen nein, weiter. Das glaube ich schon mal gar nicht. Jetzt müssen wir gegen Voldemort kämpfen. Ja. Keine Ahnung, wer das ist. Na, da wollte ich nicht. Ich habe eine Schlange im Stiefel. Irgendwie geht's jetzt nicht weiter, da geht's weiter. Ist das dieser Baum, den wir suchen mussten? Sieht aus wie ein Baum. Ist das der Baum? Mach mal eine Leute. Ja, komm, zu sagen. Ist das ein Baum? Ach, der ist die ganze Zeit, der mit uns redet. Ach so. Odin. Ja. Warum seid ihr hier? Böser Kopf. Wir suchen einen Mann namens Elias. Elias. Ein gerissener Mann. Er steht in der Schuld. Warum steht da Elias Baumes, in Klammern und dann nochmal Elias? Der Baum handelt mit Gedanken. Eine Einsicht für einen Kopf. Er ist der Erste von uns, der sich der Zahlung entzieht. Okay, wir nehmen einen von euren Köpfen und dann kriegen wir Wissen. Wenn wir ihn aufhalten,
kann der Baum die Schulden eintreiben. Er suchte den Weg, Lilith zu beschwören. Doch unterwegs machte er an einem Ort Halt, der sich dem Blick des Baumes entzieht. Das könnte erklären, warum er einfach nicht stirbt. Ich kann kaum noch zählen, wie oft wir ihn schon getötet haben. Deshalb ist Thaisa so kläglich gescheitert, seinen Kopf einzufordern. Der Ort, an dem Elias Halt machte. Wie können wir ihn erreichen? Sucht nach einem Sarg hinter dem Wracks. Er wird euch an euer Ziel bringen. Findet heraus, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Denn der Baum kennt sie nicht. Dankeschön. Sehr nette Leute. Mir geht's jetzt weiter. Wenn es Wracks zu durchsuchen gibt, dann an der östlichen Küste. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Kommt uns ja, nach, sobald ihr könnt. Ey, wie viel Spaß macht die Seeräuberei? Okay. Wir gehen dann mal. Was ihr wollt. Also der woanders nutzlos. Ein kaltes, lebloses Ufer. Oh, das ist ein Wegpunkt. Buscha. Flüsternder Baum. So.